Julia, aufstehen. Du musst noch packen. Ich bin krank. Was ist es denn heute? Migräne. Komisch, immer wenn wir mit Tobias was unternehmen wollen, machst du auf krank. Weil der Typ mich eben krank macht. Also erstens ist Tobias nicht irgendein Typ und zweitens genau aus dem Grund fahren wir zusammen Urlaub. Jemand zu Hause? Nein. Gut geschlafen, mein Schatz? Nein. Dein Koffer ist schon gepackt. Du musst dich nur noch waschen und anziehen. Nein. Komm schon, ich will nicht immer dieselbe Schrankdiskussion mit dir führen. Bitte, Ben, mir zuliebe. Lao Tzu sagt, wenn die Welt auf dem Kopf steht, musst du sie aus dem Kopfstand betrachten. So kehrst du zur Quelle des Seins zurück. Mein Wadenkrampf kehrt zurück. Beherrsch deinen Körper, dann wird dein Geist frei sein. Fühlst du den Einklang? Ich fühle eine 90-Stunden-Woche im Kreuz. Und ich fühle, dass die nächsten beiden Wochen die pure Hölle werden. Und ich fühle, dass diese Kinder mich nicht ausstehen können. Bedenke, viele, die mit Kindern zusammen sind, tun ihre Pflicht, aber das Herz ist nicht dabei. Du wirst wissen, wann die Zeit gekommen ist, die Botschaft zu lesen. Lao Tzu sagt, jede lange Reise beginnt mit einem kleinen Schritt. Schnell, du musst mir helfen, ich krieg den Jungen nicht aus dem Schrank. Sei geduldig mit beiden, Freund und Feind, dann bist du im Einklang mit den Dingen, wie sie sind. Tobias, hast du gehört, was ich gesagt habe? Du kriegst den Jungen nicht aus dem Schrank. Du hast noch keine. Du kannst dich ruhig bedanken. Danke. Ben. Nein. Eine Hausratversicherung? Ja, wieso? Lao Tzu sagt, jede große Reise beginnt mit einem kleinen Tritt. Jeden Sommer der gleiche Mist. Ich denke, deine Eltern sind geschieden. Ja, sind sie auch. Aber immer mehr brauchen sie das. Gemeinsamer Urlaub. So Vater, Mutter, Kind. Ist nichts dran zu löten. Na, Mariam? Vertragen wir es diesmal oder starrst du wieder? Mit wem redet er da? Mit meiner Mutter. Hallo, Philipp. Hallo? Hi, Mom. Tobi, trenn dich, das Taxi war. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Was wollen die? Eine Aftershow-Party im Affenhaus? Wenn es die Affen nicht stört, von mir aus. Was macht das Catering? Psst. Ja. Keinen Unsinn machen, wenn ich nicht da bin, ne? Spanferkel. Schätzchen, das ist der Rauchbett und keine Blaskapelle. Nein, da musst du alleine durch. Ich bin schon fast die Greta. Ich schick dir 1000 SMS. Und ich dir 2000. Kommst du, Philipp? Tschüss, Katrin. Tschüss. Bring dir halt zurück. Du hast einen sehr guten Geschmack. Hey!
Wie? Entschuldigung. Pass ein bisschen auf. Tut mir leid, ich hab's nicht gesehen. Ach, mir reicht's jetzt. Ich glaube, deine Mutter braucht dringend Urlaub. Entschuldigen, eine Frage. Ist es möglich, dass Sie von Economy auf Comfort Class umbuchen? Tut mir leid, wir haben zwar noch 4 freie Plätze, aber es sind auch noch 10 Minuten Zeit. Vielleicht haben Sie Glück und Herr Becker und Begleitung kommen nicht. Becker? Das sind wir. Da ist Ihnen wohl ein Fehler unterlaufen. Gott, bin ich erleichtert. Tobias Becker, tatsächlich. Aber die anderen Namen stimmen nicht. Nora Merz, Ben Merz und Julia Merz. Hier steht Marion Becker und Philipp Becker. Das sind auch insgesamt nur 3 Personen und nicht 4. Das ist ja das totale Chaos hier. Kommst du mal bitte, Tobi? Was denn jetzt schon wieder? Mein Name ist Nora Merz. Das ist mein Sohn Ben und meine Tochter ist leider krank geworden. Dann sind Sie also Tobias Becker? Ja, warum? Was ist denn jetzt kaputt? Ich bin Tobias Becker. Dr. Tobias Becker. Was ist denn daran so komisch? Wir beide haben den gleichen Namen. Ich heiße auch Tobias Becker. Das erklärt aber noch nicht, warum sich Ihre Frau als meine Verlobte ausgibt. Und das ist wohl kaum Ben. Der ist nämlich erst 6 Jahre alt. Und 2 Monate. Ich weiß überhaupt nicht, wieso Sie sich so aufregen. Also im Moment regt sich doch hier nur einer auf, oder? Marion, lass gut. Wenn Sie so liebenswürdig wären, uns jetzt hier einchecken zu lassen. Marion. Tobi. Tickets. Das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Haben Sie das schon öfter versucht? Sich fremde Tickets zu erschleichen? Die sind echt fett. Nächste Woche kommt die neue CD. Habe ich mir aber schon längst aus dem Internet runtergeladen. Toll, du hast Internet. Hübsch hier, ne? Genau wie im Prospekt. Ja. Glück, das ist letzte Cabrio. Ach, das tut mir aber leid. FK. Danke. Paracallo. Schönen Urlaub noch für Sie und Ihre Familie. Der ist nicht unser Papa, der ist nur Mamas Macke. Entschuldigung. Für Sie auch. Tschüss. Machen. Na komm, Kleine. Du solltest doch aufhören. Laoze sagt, wer im Kummer nicht genießt, der wird im Elend enden. Und wenn sie uns bloß ein Auto mit 3 Rädern gegeben hätten, wir lassen uns doch unseren Urlaub nicht vermiesen, hm?
ein offener Kamin und der Tennisplatz ist da oben und zum Meer nur 5 Minuten. Das ist ein Traum, Maria. Das ist ein Traum. Bravo! Bella! Bravo! Mann, ist das geil! Sklaven, die mich verwöhnen. Ich glaube, die meinen uns. Komm, wir gehen was einkaufen. Herrlich. Los. Nochmal. Diese Scheißkarre! Hätte Ben nicht pinkeln müssen, hätte ich nicht stehen bleiben müssen, wäre ich nicht stehen geblieben, wäre er nicht abgebrochen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, vielleicht sind ja die Zündkerzen verrußt. Kennst du dich jetzt auch noch mit Autos aus, ja? Da sitzt eine Mücke auf deiner Hose. Was macht denn der Anwalt? Der versucht, sich nicht zu ärgern. Können wir Ihnen helfen? Danke, ich krieg's schon hin. Sind Sie sicher? Sicher. Na gut. Tschüss. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ach, Gott sei Dank. Guten Tag. Wir brauchen den Schlüssel. Nein, Familie, Haus, Urlaub. Das wird nichts. Hm? Das schafft er nicht. Den Schlüssel? Nee. Wieso, nee? Verstehen Sie mich überhaupt? Ist doch nicht so schwierig. Tobias Becker, ne? Dr. Tobias Becker. Ah. Rechtsanwalt aus Berlin, das bin ich. Na? Wo ist? Wer ist? Ivo, ich will nur den Schlüssel. Wer ist? Tobias hat in letzter Zeit ziemlich viel Stress gehabt, aber er wollte trotzdem unbedingt mit euch in Urlaub fahren. Also gebt euch ein bisschen Mühe, okay? Dem sind wir doch ganz egal. Und der uns auch. Guck mal, Mama, ist der süß. Ja, sehr süß. Mensch, ist das toll! Na los, kommt! Kommt mit! Tobias, würdest du dich bitte ums Gepäck kümmern? Aber natürlich gerne. Viel schöner als auf den Fotos. Oh, entschuldige bitte. Da ist doch kaum was drin. Ist das schön hier, ne? Mama, hier ist gar kein Hund.
Ach Mäuschen, dafür ist doch hier ein ganz, ganz tolles Schwimmbecken. Guck doch mal. Ich will aber einen Hund. Hör zu, wenn du Lust hast, dann gehen wir morgen deinen kleinen Freund besuchen. Okay? Oh ja! Gemacht. Gar nichts, das kannst du doch nicht wissen. Christian wollte ihm immer einen Hund schenken. Ben redet heute noch davon. Das gibt Tränen, wenn wir wieder zurückfliegen. Für Ben ist es am schwersten, seitdem Christian nicht mehr da ist. Nicht mal mehr eine gute Nachtgeschichte will er von mir hören. Das wird sich jetzt alles ändern. Du wirst sehen, die Kinder und ich, wir werden noch richtig gute Freunde. Ich liebe dich. Okay, dann fange ich jetzt mal an auszupacken. Keine Ahnung. Mein Vater ist mal auf einen draufgetreten. Mit nackten Füßen in Texas. Der fährt überall hin, wo es Kakteen gibt. Aber passiert es ihm nicht. Nur dem Skorpion. Das kann ich beweisen. Ja. Und der hat zuerst den Schlüssel für das Haus gehabt? Herrgott, noch mal, ist viel zu groß für drei. Du bist hier nicht groß. Ich misch mich nicht ein. Das würde ich so kosten. Bezahlt ist bezahlt. Herrgott, so halten Sie doch die Klappe. Hallo, wo kommst du denn hier? Nicht mit ihnen und wenn nicht, ha? Wollen Sie dann wieder versuchen, mich umzubringen? Auch? Meine Güte, ist das eine Kotzpille. Ja, ein echter Neutschecker. Das Ganze unsere Schuld. Dummerweise, mein Mann versteht nicht viel von Buchhalterei. Aber muss Schicksal sein. Gleiche Vorname, gleiche Nachname. Leider, ich habe nur dieses eine Haus. Aber meine Nachbar, Ojanis, vermietet Bungalow. Vielleicht mit einem bisschen Glück ist am Morgen etwas frei. Ja. Was für ein Bungalow? Mit Tennisplatz und Pool? Oh, leider nein. Natürlich, ich sorge dafür, dass Janis Ihnen, ich meine der Familie, welche umzieht, einen sehr guten Preis macht. Psst. Komm, da haben wir unsere Ruhe. Seid doch ruhig. Ist das deiner? Nee, Ineo Elises. Läuft viel herum und kommt nie nach Hause. Ben ist ganz verrückt nach unten. Vielleicht kann er ihn morgen mal besuchen. Aber ja, natürlich. Willst du morgen nicht lieber was mit uns machen? Der Anwalt hat gesagt, dass ich mit Ulysses spielen darf. Papi! Ulysses sich freut bestimmt. Lipone, Mr. Fegume. Kalinichta, Uli. Gute Nacht. Kalinichta. Warte auf euch da. Bett, was ist genug? Jetzt hier nackt rumlaufen, oder was? Sie können was von mir anziehen. Mann, Philipp, bitte, was soll denn das?
Jetzt lass ihn doch, wir sind im Urlaub, komm. Tischmanieren sind wichtige Sekundentugenden, das sagt der Anwalt auch immer. Ja, bitte. Sieht doch großartig aus. Meine Hose. Schick. Schatz. Ich habe mir was überlegt. Meine Verlobte und ich. Verlobte? Julian. Frau Merz und ich, wir spielen Tennis. Stimmt's, Nora? Ja, gelegentlich. Und weil zu dem Haus der Tennisplatz gehört, ist es nur logisch, dass Sie und Ihr Mann... Ex-Mann. Ex-Mann morgen in den Bungalow zieht. Reden Sie nur weiter. Irgendwann wird schon was Sinnvolles dabei sein. Glaube ich nicht. Und wenn du bist hundemüde, du musst ins Bettchen, hm? Ich kann aber nicht schlafen. Komm mal zu mir. Also als ich klein war, konnte ich auch nie einschlafen. Die Schimpansen haben geschrien, die Löwen gebrüllt und die Nashörner wie wild drauf losgepupst. Aber das Schnarchen der Elefanten, das hat mich dann mehr müde gemacht und dann konnte ich einschlafen. Haben Sie mal in Afrika gewohnt? Nee, in Bochum, in einem Zoo. Liest du mir eine gute Nachtgeschichte vor? Ist es okay? Sicher. Dann komm mal mit. Lesen wir was vor. Das müssen wir gern hören. Na? Wollen Sie auch eine? Schläft er? Wie ein Murmeltier. Was machen Sie denn da? Das ist die reine Natur. Kaltgepresst, keine 5 Kilometer von hier. Kaltgepresst. Und nicht raffiniert. Nicht raffiniert. Probieren Sie mal. Pur? Mhm. Auf Kreta leben die meisten 100-Jährigen. Was glauben Sie wohl, wie die das schaffen? Na, Namensvetter, noch einen kleinen Racki? Immer gern. Jammers. 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 White wine with the fish, sir. Sir, Mario, bitte. Same procedure as every year. Davon hat er seinen Spitznamen. Ich würde vorschlagen, wir klären das mit dem Haus morgen beim Frühstück. Einverstanden. Nein, das müssen wir jetzt gleich klären, sonst verschleppt sich das. Das könnt ihr mir als Anwalt glauben. Sie können den Cabrio haben. Hm? Dafür ziehen Sie morgen um. Und wenn Sie mich ganz lieb bitten, dürfen Sie auf unseren Court. Von 12 bis 2. Einspruch. Wir nehmen das Haus und den Tennisplatz. Und dafür sehe ich von einer Klage wegen Erschleichung eines Mietwagens ab. Haben Sie schon mal an Selbstmord gedacht? Hm? Wäre eine Überlegung wert? Also wenn ihr es unbedingt wissen wollt, dann klären wir das jetzt sofort. Sie spielen doch. Spielen was? Tennis. Ass. Einstand. Das war nie im Leben mein Ass. Was? Wir haben keine Slow Motion, also halten Sie die Klappe. Nie im Leben. Können wir vielleicht spielen, anstatt hier rumzuquatschen? Sonst stehen wir morgen Mittag noch hier. Wie steht's denn jetzt? Oh Mann! Vorteil. Vorteil für wen? Na, für uns natürlich.
Ich schlag auf. Es geht gleich richtig los. Mir reicht's. Kalinichta. Kalinichta. Na gut, dann nehmen nur noch wir zwei. Okay. Lecker Weichei. Touched for the very first time. Like a zwei Irre gesucht und gefunden. Hier. Was ist das? Ohrstöpsel. Danke. Viel besser. Sie haben E-Mail erhalten. Mon Digger, schreib doch zurück. Nur alte Säcke hier. Stinklangweilig. Vermisse dich wie verrückt. Was wollen die Mädels hören? Morgen. Morgen. Und? Kater? Nee. Haben Sie Tobias irgendwo gesehen? Nein. Aber Marion ist auch verschwunden. Habe ich bei meiner Mutter gewohnt. Das war aber ziemlich ätzend. War die schon immer so? Ich meine, die ist so eine volle Tusse. Naja, eigentlich ist sie ganz okay. Sie hatte halt so einen Ordnungsfimmel. Mein Vater hat es auch schon in den Wahnsinn getrieben. Mein Vater ist nicht mehr da. Ist der abgehauen? Der ist tot. Mama sagt, der ist im Himmel, aber das glaube ich nicht. Aber warum denn nicht? Weil wenn alle Toten im Himmel sind, ist da überhaupt kein Platz mehr. Wer zuerst an der anderen Seite ist?
Du schwimmst ja richtig super. Oh, ich wollte in Serien sehen. Ich glaube, deine Freundin ist schon hart vermisst. Heute erließ Ziegenjagen. Magst du mit? Ja! Emma! Ben, fass du bitte den Hund nicht an. Wer weiß, was der alles mit sich rumträgt. Da ist so viel Chlor drin, das überlebt kein Floh. Mama, ich gehe mit Ulysses mit. Ich bin ein Ziegenjäger. Die armen Ziegen. Sagen Sie, wissen Sie schon was wegen dem anderen Haus? Ach, heute Mittag. Ich melde mich bei Ihnen, bestimmt. Er darf doch kommen. Ne? Aber bleib nicht so lange in der Sonne, ja? So, Master. Was mit euch zwei, wir gehen zum Strand. Kommt ihr mit? Wo ist denn der Anwalt? Der Anwalt heißt Tobias. Und dem ist nicht gut. Was können denn die armen Fische dafür? Das liegt an dir. Du bringst mich ganz durcheinander. Ich denke, du bist der coole Cowboy. Sie müssen sich um Ben keine Sorgen machen. Der tobt sich richtig aus und hat heute Abend was zu erzählen. Ben schließt mit einem schnell Freundschaft, ob es nur ein alter Schuh ist oder ein Hund. Ich war als kleiner Junge genauso. Haben Sie auch Ziegen gejagt? Nein, eher Kaulquappen und Blindschleichen. Meinst du, wer umziehen muss? Ihr oder wir? Wenn es nach mir ginge, würde überhaupt niemand umziehen. Wir könnten ja ein bisschen nachhelfen. Wo wollten wir hin? Wir gehen uns nur ein Eis holen. Philipp, hast du genug Geld? Ja, ja, alles klar. Aha. Neun hatte ich mein Architekturdiplom in der Tasche und um 11 saß ich auf dem Standesamt. Da war ich schon mit Julia im 3. Monat. Genau wie bei uns. Lehre, Heirat, Kind. Es ging alles rasend schnell. Ich habe gerne als Architektin gearbeitet und solange mein Mann noch gelebt hat, war das auch kein Problem. Wie lange ist es her, dass Ihr Mann gestorben ist? Im Oktober wären es 3 Jahre. Er kam nach Hause und sagte, er hätte vielleicht nur noch 1 Jahr zu leben. Und er möchte die Zeit genießen mit uns dreien, ohne Klinik und ohne Therapie. Und dann ging alles sehr schnell. Da kommen die Kinder. Und?
Mag sie dich auch? Wieso auch? Weiß nicht. Ich glaub schon. Ja, ist ein süßes Mädchen. Frage ist, was machst du mit Katrin? Ach, Paps, Berlin ist doch so weit weg. Aber dass du dich noch mal verknallst auf deine alten Tage. Moment mal, ich bin nur noch keine 80. Ist es so offensichtlich? Pass auf, ich geb dir einen guten Tipp. Wenn ich's merke, merkt's dann bald auch. Frauen. Charity, Kirje Baker! Sie haben Glück! Und Janis, seine Haus hat frei! Und stellen Sie sich vor, es hat sogar eine Pool! Und Tennisplatz nicht weit weg! Wenn Sie wollen, Sie können sofort zahlen! Das ist ja ganz prima, aber wir bleiben alle zusammen, weil wir uns so gern haben! Sie brauchen das zweite Haus gar nicht! Nee, trotzdem danke! Philipp? Wir fahren jetzt ins Dorf Eis essen. Und ich darf Ulysses was mitbringen. Mindestens 6 Kugeln. Lebon, ja, Sal! Tschüss. Sag mal, Philipp, du kannst doch nicht für alle entscheiden. Was ist denn jetzt? Er sieht schlecht aus. Die Insel ist total ausgebucht. Was für ein Zimmer? Lao Tse sagt, um den Schmerz zu besiegen, musst du mit ihm alleine sein. Der Anwalt ist wirklich krank. Was für ein Schmerz? In den Dornbusch gefallen. Wie hast du denn das angestellt? Ich wollte eine Runde schwimmen und dann bin ich am Pool ausgerutscht. So ein Gynocarpus kann ganz schön stechen, ne? Gynocarpus? Das ist eine Kakteenart. Also Philipp hat sich im Internet ein bisschen umgeschaut und es sieht wirklich nicht gut aus. Das Einzige, was noch frei ist, ist ein Hotel mit 15 Stockwerken. Aber immerhin mit Meerblick. Nur über meine Leiche. Wir können es uns noch mal angucken und dann losen wir. Ich finde, Sie haben ausnahmsweise mal recht. Ich möchte mir auch das Hotel ansehen. Ja, aber warum muss denn überhaupt jemand ins Hotel ziehen? Wir verstehen uns doch super. Och, Mama, hier ist es doch so cool. Und ich soll in die Besenkammer, ja? Wenn es dir dort so gut gefällt. Pass mal auf, junges Fräulein. Es ist mir scheißegal, ob du mich magst oder nicht. Aber deine Mutter und mich kriegst du nicht auseinander. Schmink dir das ab. Jetzt hör doch mal auf, das bringt uns da auch nicht weiter. Also was machen wir, wenn wirklich nichts mehr frei ist? Lao Tse sagt, im Hotel wohnen ist doof. Ich finde, wir machen das ganz demokratisch. Wer ist dafür, dass wir zusammenziehen? Hand hoch. Wir sind im Mutterland der Demokratie.
Haben wir? Nein, haben wir nicht. Ich nie wieder Alkohol. Du bist wirklich der ordentlichste Mann, den ich kenne. Soll das ein Vorwurf sein? Nee, nur eine Feststellung. Du, die Hose hier, die könnte noch eine Bügelfalte geben. Halt dich aus meinen Hosen raus. Bist du immer noch böse? Mach dich nur lustig über mich. Julia und Ben sollen dich doch richtig kennenlernen. Das ist im Hotel doch was ganz anderes, eben nicht Familie. Wenn die so weitermachen, dann lernen sie mich wirklich noch kennen. Du musst Geduld mit ihnen haben. Die meinen das nicht böse. Lach doch einfach drüber. Ja, ja. Hey! Na siehst du, es geht doch. Was hältst du davon, wenn ich mein Penthouse verkaufe? Ich könnte zu euch ziehen, bis wir was Größeres gefunden haben mit Garten. Du würdest dich wirklich von deinem geliebten Penthouse trennen? Ich liebe dich. Und ich möchte noch mindestens 2 Kinder mit dir. Wow. Was ist, haben Sie noch nie einen Mann bügeln sehen? Doch schon, aber nicht so. Das ist nicht so weit. Ich hab gar nichts und bestimmt nicht mit Ihnen. Übrigens, ich gehe einkaufen. Irgendwelche Sonderwünsche? Keinen Fisch? Hast du eigentlich eine Freundin? Hatte ich. Die hat aber tierisch genervt. Das war mir dann zu stressig. Mama. Und du? Ich warte auf den richtigen. Was macht die denn da? Dekorieren. Typisch Partyplanerin. Kann halt nicht abschalten. Einmal hat sie wild gemacht. Dann stand plötzlich ein toter Fuchs auf dem Tisch. Guten Abend. Hm. Ich habe es gekocht. Was denn? Kein Hunger? Den Knurrhahn müssen Sie probieren. Köstlich. Pommes. Ja, ich auch. Stumpy? Das probiert doch wenigstens mal. Das schmeckt wirklich gut. Ist mir doch egal. Ich esse nichts, was schwimmt. Ganz meine Meinung, junges Fräulein. Auf die Köchin. Bitte, Marion hat sich solche Mühe gegeben. Ja. Sie hätte uns ja wenigstens mal fragen können. Philipp. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Wie immer, ja? Wie immer. Hallo, mein Schatz. Mama, wir haben zusammen gekocht und Ulysses hat die ganzen Kartoffelschalen aufgegessen. Ach, Entschuldigung, ich habe nicht daran gedacht, dass bei Ihnen so früh Abendbrot, aber von meiner Patate sie gar nicht essen. Wo sind denn das, dass Sie gerne Backkartoffeln, Sie super, müssen trotzdem kosten. Aber auch Backkartoffeln sind viel besser als Döner. Und Döner. Oh, ich kann das. Ich kann schnell Ketchup holen. Ja. 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 Ella, grazie. Sarei seduta. Cosa? Stai in piazza? Sì, grazie.
Kinder sind eben so, da kann man nichts machen. Die Kinder sind in Ordnung. Ich habe eine Macke. Dabei dachte ich... Ich dachte, dass mein Sohn mir hier wieder ein bisschen näher kommen wird. Aber für den bin ich nur eine alte Zicke. Vielleicht hat er ja recht. Ich habe auch eine Macke, ich singe gern laut. Na und? In der Oper mit. Laut? Das wird bestimmt schön, meinst du nicht? Wenn es schief geht, dann ist diese Marion schuld. Was ist die von Beruf? Partyplanerin? Hm. Ich weiß gar nicht, wie die zu einem 14-jährigen Sohn kommt. Ihr Parfum ist sicherer als die Pille. Auch wenn du sie nicht leiden kannst, mach bitte keinen Privatkrieg draus. Wir haben doch nur die 2 Wochen. Schon gut. Hauptsache, sie lässt mich in Ruhe. Ich finde sie eigentlich ganz sympathisch. Sie hat irgendwas Vulgäres an sich. Gut organisiert, aber vulgär. Ich kann auch vulgär sein. Du, eigentlich bin ich ganz schön müde. Ja. Was machst du da? Hilf mir doch mal. Also von mir hast du nichts zu befürchten, das weißt du doch. Wie du schnarchst. Warum ziehst du dein Bett nicht an den Strand? Die anderen sind jetzt am Strand und wir gucken uns irgendwelche dämlichen Steine an. Diese dämlichen Steine sind die Wiege unserer Kultur, also ein bisschen mehr Ehrfurcht. Und da unten soll das sagenhafte Labyrinth gewesen sein, aus dem Theseus nur mit Hilfe des Ariadnefadens rausgekommen ist. Wenn wir also nach Osten blicken, dann sehen wir... Das Meer. Und genau dort will ich hin. Ein bisschen Bildung, gnädiges Fräulein, würde dir gut zu Gesicht stehen. Hör zu, hier kannst du was lernen. Ja, wie man sich richtig langweilt. Julia!
Lass sie. Die regt sich auch wieder ab. Hm? Tobias? Ich möchte wieder arbeiten. Das haben wir doch schon zigmal durchgekaut. Die Kinder sind doch jetzt alt genug und für einen Notfall kann man sich doch mal ein Kindermädchen nehmen. Hm? Lass uns ein andermal drüber reden. Mama, darf Julia schon trampen? Gelassen. Hallo. Hallo. Ist Julia hier irgendwo? Ich habe sie nicht gesehen, warum? Na, die kann was erleben. Mama, gehst du mit mir ins Wasser? Oh, weißt du, Spätzchen. Ich wollte sowieso gerade. Nimmst du mich mit? Ist gut. Na? Wichtigen Tag gehabt? Bitte nicht fragen. Siehst du da hinten die orange Brille? Wer als erster dort ist. Okay? Auf die Plätze. Und los! Okay. Ben, komm zurück, das ist zu weit für dich! Benni, Schätzchen, dreh um! Der hat doch erst vor 2 Monaten schwimmen gelernt. Weil er manchmal echt bescheuerte Ideen hast. Ich glaube, wir können schon stehen. Komm. So. Da sind wir. Alles in Ordnung? Nimmst du mal, ich hol mein Auto. Ja, okay. Benni, Schätzchen, was machst du denn für Sachen, ne? Komm her. Was soll denn das Theater? Er war doch schon fast an der Boje. Mit einem 6-Jährigen um die Wette schwimmst, aber du tickst doch nicht mehr richtig. Mama, bist du jetzt böse auf mich? Nein, ich habe mir ganz, ganz schlimme Sorgen um dich gemacht. Das verstehst du doch, ne? Ist was passiert? Sag mal, hast du einen Knall? Sowas machst du nie wieder mit mir. Komm.
Benny, mein Schwarz, was ist denn los? Hast du dir wehgetan? Ich denke noch. Willst du es mir erzählen? Wenn ich im Meer ertrunken wäre, wäre ich dann jetzt bei Papa? Weißt du was, Ben? Mein Papa ist auch gestorben, als ich noch klein war. Danach habe ich immer in den Himmel geguckt. Weil meine Mutter mir gesagt hat, dass er irgendwo da oben ist. Eines Tages habe ich gemerkt, dass ein bestimmter Stern ganz hell gefunkelt hat. Er hat mir zugeblinzelt, als wollte mir ein Zeichen geben. Und als ich zurückgezwinkert habe, hat er es auch getan. Und seitdem habe ich mir vorgestellt, dass mein Papa irgendwo da oben bei den Sternen ist. Das ist zwar weit weg, aber er ist immer da und passt auf mich auf. Guck mal, Mama, da, guck mal. Ja, es ist Calimera. Calimera. Ich bringe das Geschirr zurück. Ah, danke. Das war echt lecker. Oria. Ist Ulysses nicht da? Hinter dem Haus im Garten musst du nur sauen. Ab und zu setze ich Geschmack einer kräftigen Zigarre. Besonders, wenn ich mich muss entscheiden. Bella Katze. Costa meint, ist nur was für junge Mädchen. Was meinst du, Angela Key? Rot ist doch schön. Ja, ich finde auch. Aber passt Farbe auch zu mir. Vielleicht Costa doch hat recht und ist nicht das Richtige für mich. Woher weiß man denn, dass das Richtige für einen ist? Manchmal man weiß eben nicht. Dann muss man herausfinden. Willst du auch eine Zigarre? Danke, lieber nicht. Da willst du das Ding nicht irgendwann mal ausmachen? Du kriegst aber ganz schön viele SMS, ne? Ich weiß von wem die sind, deine Mutter hat mir erzählt. Was? Ja, von einem Kumpel in Berlin, der die Masern hat. Brauchen wir ein bisschen Abstand vom Family Life? Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Es wäre wirklich furchtbar angenehm. Ach, das stelle ich mir ziemlich nervig vor. Da versucht man sich bei den Kindern reinzuschleimen, rackert sich ab, baggert wie ein Weltmeister. Und was passiert? Man macht sich nur zum Deppen. Du musst's ja wissen. Du hast ja ein super Verhältnis zu deinem Sohn. Ich komme mit meinem Sohn schon klar, mach dir da keine Sorgen. Warum denn so gereizt? Jedenfalls muss ich mit niemandem konkurrieren. Was soll denn der Scheiß? Ach komm, mach dir doch nichts vor. So gut wie Tobi wirst du dich mit den Kindern in 100 Jahren nicht verstehen. Der hat einfach drauf. Das weiß niemand besser als ich. Gib's auf. Spart Kraft. Cremst du mich ein? Oder kannst du das auch nicht? Gut so.
Du bist doch ein Arsch! Du blöde Kuh! Lackaffe! Partyzicke! Kinderreinschleimer! Dummes Brötchen! Du Lackaffe! Soll ich euch Buddeleimer und Schüppchen bringen? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Ach, was bildet der sich eigentlich ein? Aber dich interessiert das alles nicht. Du bist genauso stur wie deine Pflanzen. So ein Arschloch! Vorsicht, Marion. Der Mann ist vergeben. Was soll das denn heißen? Mir kannst du doch nichts vormachen. Du motzt ihn bei jeder Gelegenheit an. Nichts kann er dir recht machen. Du stichelst und provozierst ohne Pause. Ich weiß genau, was da läuft. Du hast dich verliebt. So ein Blödsinn. Ihr seid euch so ähnlich wie Zwillinge und genau das macht dich verrückt. Du spinnst ja. Bist du jetzt auch noch gegen mich? Hör zu. Der Anwalt wäre mir ja egal. Aber sie ist mir nicht egal. Also hör auf damit. Hey, Dicker. Hey. Wofür war das denn? Na, für den Kumpel mit den Masern. Müssen wir da heute Abend hingehen? Du kannst ja hier bleiben, aber ich gehe auf jeden Fall. Wir könnten es uns auch hier gemütlich machen. Es tut mir leid wegen gestern. Wenn wir beinahe ertrunken und du sagst, es tut dir leid. Ich habe die Sache unterschätzt. Ich dachte, es macht ihm Spaß. Natürlich hätte ich ihn gewinnen lassen. Du hast nicht mal mitgekriegt, dass er nicht mehr konnte. Es tut mir leid. Ja, so einfach ist das nicht. Ich liebe dich. Ja, ich weiß, für dich ist das auch nicht so einfach mit zwei fremden Kindern. Und ich kann auch nicht von dir verlangen, dass du sie plötzlich abgöttisch liebst. Es wäre nur sehr schön, wenn sie dich irgendwann mal als meinen Mann akzeptieren könnten. Und vielleicht sogar als ihren neuen Vater. Aber sowas kann man eben nicht erzwingen. Vielleicht kann ich eben nicht mit Kindern. Naja, das Wichtigste ist ja, dass zwischen uns beiden alles in Ordnung ist. Becker, Maria Nikolaides hat für uns einen Tisch reserviert. Ach ja, Freunde von Maria auch, meine Freunde. Bitte kommen. Efkarista. Hallo. Das sind nur 10 Kilometer von hier. Da müssen wir einfach hin. Und wie? Da gibt's schon noch nicht mal Busse. Na, ist doch egal. Ich lass mir schon was einfallen. Kontrollanruf. Wir haben gerade Sex, also bitte nicht stören. Philipp, bist du das? Philipp? Bitte? Falsch verbunden. Lass mich mal. Tja, Leute gibt's, die haben noch echt eine Schramme. Du, mir ist nicht gut. Ich glaube, ich leg mich hin. Zwei Kinder stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor. Das geht aber auch nur, wenn man keinen Beruf hat. Partyplanerinnenberuf? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber was ich euch schon die ganze Zeit fragen wollte, wann heiratet ihr eigentlich? Im Oktober, aber das hängt noch von Tobias Arbeit ab. Und auf ein paar Wochen mehr oder weniger kommt es ja schließlich nicht an. Ja, es ist immer besser, wenn man sich Zeit nimmt. Tobi und ich, wir haben das alles viel zu sehr überstürzt. Ihr seht ja, was dabei rauskommen kann. Immerhin ist Philipp dabei rausgekommen. Wie habt ihr euch denn das so gedacht? Ich meine mit den Kindern. Für die Kinder ändert sich gar nichts. Oh, toll. Mit der Emanzipation sollte man es nicht übertreiben.
Diese modernen Beziehungen, wo beide berufstätig sind, gehen sowieso nicht lange gut. Aber bei euch passt ja alles. Du hast wirklich Glück, dass Nora keine Karriere mehr machen will. Ganz recht. Schön, wenn zwei sich so gut verstehen wie ihr. Margalo? Danke. Wollen wir einen Nachttisch? Die haben hier... Ich würde einen Job suchen. Wenn es sich als Architektin klappt, dann eben was anderes. Nora, ich weiß nicht, was das soll. Das hier ist sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Ich habe mich entschieden. Nimm das bitte zur Kenntnis. Aber wie willst du das denn schaffen mit den Kindern? Ganz falsche Frage. Wir. Wie wollen wir das schaffen? Was ist denn plötzlich los mit dir? Ich dachte, du unterstützt mich. Und wir könnten uns das teilen. Nora, bei aller Liebe, ich kann in meinem Beruf nicht kürzer treten. Das weißt du sehr genau. Ja, sag mal, wie hast du dir unsere Ehe eigentlich vorgestellt? Ich habe mir gar nichts vorgestellt. Nur, dass wir uns lieben. Aber das reicht offensichtlich. Ja, offensichtlich! Ist vielleicht besser, wenn du heute Nacht woanders schläfst. Gute Nacht. Vielleicht denkst du noch mal in Ruhe darüber nach. Hier, die kannst du alle quallen. Das wollte ich nicht. Das hast du dir früher überlegen müssen. Ja? Dicker. Mom, sei mir nicht böse, aber ich muss mal mit Papa reden. Ja, okay. So, unter Männern. Heißt das, ich soll gehen? Okay, ich hab verstanden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Julia, die ist echt süß. Und ich habe auch gedacht, dass ich in sie verknallt bin. Aber Katrin, die ruft dauernd an und... Ach, scheiße. Jetzt weißt du nicht, wie du es Julia beibringen sollst, richtig? Ich will ihr doch nicht wehtun. Oh, Mist. Es ist eigentlich immer so kompliziert mit Männern und Frauen. Immer. Da ist eine Strandparty. Morgen Abend in einer Bucht. Und da fahren aber keine Busse hin. Das wäre echt eine gute Gelegenheit, mit Julia zu quatschen. Schonend, meine ich. Ich kann euch ja hinfahren. Du kennst doch den Rollerverleih. Hier im Dorf. Und der ist erst ab 15. Aber Dicker, du kannst doch die Straßen hier nicht mit unserem Grundstück vergleichen. Noch dazu im Ausland. Ach, Paps. Das wäre echt cool. So mit dem Moped. Das muss ich mir mal vorstellen. Da oben war der Eingang zu dem Labyrinth, wo Theseus gegen den Minotaurus gekämpft hat. Du kennst dich ja gut aus. Ich kann halt lesen. Hier wachsen so viele wilde Kräuter. Von dem Schnaps könnte man sich hemmungslos besaufen. Sei denn, man hat Olivenöl zur Hand. Ach, du kanntest den Trick? Ja, der Trick ist uralt.
Aber wir hatten einen schönen Tag danach. Du und ich. Was hast du dir dabei gedacht? Bei was? Maria hätte noch ein zweites Haus für uns gehabt. Woher weißt du denn das? Naja, war ja nicht die schlechteste Lösung. Zumindest für Julia und Philipp. Wie geht's jetzt weiter? Das hat mich schon mal jemand gefragt. Ich glaube, ich habe mich vollkommen verrannt. Wenn du einen Wollknäuel hättest wie Theseus, würde das helfen? Drauf an, wer das andere Ende in der Hand hält. Mama, ich will nach Hause. Zu Julia und Philipp. Wo sind die beiden überhaupt? Bei irgendeiner Strandparty. Wo ist das genau? Ich war mir ganz sicher, dass es diese Bucht ist. Ist doch nicht so schlimm. Ich muss dir da noch was sagen. Aber wahrscheinlich findest du mich gleich mega peinlich. Ich bin auch verliebt in dich. Vom ersten Moment an kam er wie mein Herz raus. Scheiße. Wir müssen los. Lao Tzu sagt, nur ein Narr versucht das Unmögliche. Philipp sein Handy nicht an, das heißt gar nichts. Wirklich. Wir sind wahrscheinlich längst hier, lachen uns aus, weil wir uns Sorgen gemacht haben. Nora, jetzt wart doch mal. Thank you.
musst du mich so erschrecken? Sind Julia und Philipp noch nicht hier? Keine Ahnung. Du verdirbst dir die Augen. Philipp hat mich gelöchert, ihm einen Gefallen zu tun. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, schließlich fast 50. Was für ein Gefallen? Ich habe für ihn und Julia einen Roller angemietet, mit dem sind sie unterwegs. Was? Philipp weiß, was er tut. Er ist ganz oft auf unserem Grundstück mit meinem alten Moped rumgefahren. Und ab und zu muss man seinen Kindern noch mal vertrauen, oder? Sag mal, Tobi, bist du denn bescheuert? Du sollst Tobi nicht anschreien. Du halt dich da raus, Hosenscheißer. Selber Hosenscheißer. Du nennst mein Kind nicht Hosenscheißer. Wenn du Tobi nicht in Ruhe lässt, dann sage ich, dass ich dich und den Anwalt im Bett gesehen habe. Was? Wie bitte? Ich hab's genau gesehen. Sie hat auf dem Anwalt draufgesessen und seine Arme festgehalten. Ja, das klingt plausibel. Uiuiuiui, ich glaube, da braucht sich was zusammen. Ich war gerade im Dorf und hab mich umgesehen. Und ein sehr nettes Restaurant aufgetan. Was haltet ihr davon, wenn wir da heute Abend vorbeischauen? Nora. Was ist denn los? Willst du mich nicht aufklären? Deine Mutter bin. Hassen Sie noch alle? Das muss nun wirklich nicht sein, Nora. Scheiße. Du sprichst ein wahres Wort gelassen aus, Dicker. Solange er kommt. Der Flieger geht übermorgen, ich habe schon gebucht. Sigmund. Nein. Einer Letter, einer Letter, Costa, ne, Katz? Costa! Ella! Julia, kommst du bitte mal? Tu mir den Gefallen, bitte. Setz dich zu mir, ja? Das ist alles nicht einfach, auch für dich nicht, ich weiß. Aber egal, was passiert ist, wenn wir wieder zurück in Berlin sind, wird sich einiges ändern. Ich werde wieder arbeiten. Und das heißt, dass du dich mehr um Ben kümmern musst. Soll ich ihn etwa von der Schule abholen? Ja, zum Beispiel. Und mit der Mikrowelle kannst du sowieso viel besser umgehen als ich. Ich arbeite erst mal halbtags. Das kriegen wir schon hin. Ist doch mein großes Mädchen, hm? Du denkst immer nur an dich. Du hast mir den schönsten Urlaub meines Lebens versaut. Das werde ich dir nie verzeihen. Julia? Ja. Hallo, hier ist Katrin. Kann ich Philipp sprechen? Wer ist da? Katrin, Philipps Freundin. Julia! Mensch, du hättest doch was sagen können. Wir waren eben am Strand. So ein Arsch. Was habe ich denn gemacht? Hallo? Freu dich doch bei deiner Freundin aus.
Hallo. Hallo? Katrin, ich kann jetzt nicht. Ich rufe zurück. Philipp, ich glaube, du brauchst zur Abwechslung mal ein paar Ratschläge von deiner Mutter. Also, das Wichtigste ist Ehrlichkeit. Wir Frauen mögen das nicht. Also, ich weiß nicht. Irgendwie geht's hier zu wie... Ja, ich bin's. Ich muss unbedingt mit Nora reden. Ist sie da? Ruhig, fürchte, ich kann da machen gar nichts. Maria. Es ist alles meine Schuld. Ich muss ihr doch wenigstens erklären, wie das alles überhaupt... Ich weiß doch, dass sie auf sie hört. Bitte. Nein, Jas. Tobias war am Telefon, die Anwalt. Er möchte mit dir aussprechen. Bedingung, man darf Greta nicht im Streit verlassen, sonst man kommt nie mehr reden. Erzähl, bravo. Und du sollst Julia mitbringen. Tobias hat gesagt, sehr wichtig. Ich habe wirklich nur Ahnung, was ich hier soll. Wenn du unbedingt mit dem Arsch quatschen willst, von mir aus. Aber mich soll der bloß in Ruhe lassen. Der große Arsch bittet um Entschuldigung. Zur Verstärkung hat er den kleinen Arsch gleich mitgebracht. Bitte, Julia, hör mir einfach zu, ja? Wenn du willst, dann kannst du mir auch eine reinhauen. Bitte, bitte. Darf ich? Ja. Du hast mich reingelegt. Wieso? Tobias Becker steht in meinem Pass. Ich weiß, dass es mit dem Roller ein Fehler war. Ich hätte dich natürlich vorher fragen sollen. Der Roller ist doch nicht das Problem. Kinder brauchen Regeln. Wie soll denn so jemand wie du ein Vorbild für ein Kind sein? Kinder brauchen Freiheit. Das Gefühl, dass ihnen was zutrauen. Vielleicht brauche ich ein bisschen mehr von dem, wovon du zu viel hast. Aber man könnte sich ja vielleicht in der Mitte treffen, oder? Ich bin so ein Idiot. Echt. An dem Abend am Strand, da wollte ich dir doch alles beichten. Und dann habe ich mich angestellt wie der letzte Clown. Das wollte ich dir nur sagen. Und dass ich dich total gern habe. So eine Schwester wie dich habe ich mir doch schon immer gewünscht. Die Schwester kannst du dir sonst wohin stecken. Und ich dachte schon, du redest nie wieder mit mir. Ich habe bestimmt jede Menge Fehler gemacht. Aber wenn es irgendwas in meinem Leben gibt, worauf ich wirklich stolz bin, das ist der kleine Mann da drin. Willst du nicht mal reingucken? Wegrennen, fliehen, dich verstecken. Ich finde dich trotzdem. Immer? Immer. Ben, was machst du denn hier? Ja, Mars. Hallo. Zur Mahlzeit.